es ist fucking heiß, finde ich gut. Und ich finde, ich habe euch irgendwie die ganze Zeit Hund erwähnt, aber die ganze Zeit vorenthalten. Und deshalb gehe ich jetzt mit Prinzessin Pupsbacke hier unten auf ein kleines Adventure in meine Heimat, da wir ziemlich viele Familiendoggos haben. Also gibt es Hunde im Überfluss in diesem Video. Und ich würde einfach mal sagen, let's go. Wir haben sogar eine Familiendoggo-Bildergruppe, der wir immer alles reinposten. Das musst du jetzt anziehen. Hunde müssen nämlich ebenfalls angeschnallt werden und deshalb habe ich hier jetzt auch so ein kleines Geschirr gekauft. Pupsen. Eigentlich bin ich ja der totale Bahnfahrer, aber das ist mit Hund etwas komplizierter, insbesondere da sie erst stubenrein geworden ist und ich es noch nicht riskieren will, sie 6 Stunden lang an einem Ort sitzen zu lassen. Mit einem Auto kann man wesentlich flexibler sein. Dein erstes Auto. Sie mag es nicht. Komm. Komm her. Komm her. Komm her. Komm. 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 Kleine Maus. Komm zu Herrchen. Ich mach mal die Klimaanlage an. Hier drin ist ein Ofen und ich will nicht wissen, wie sich die armen Hunde fühlen, die man alleine im Auto lässt. Tesla hat einen Hundemodus. Araprofil, was ist passiert? Ich bin eigentlich auch kein Automensch mehr. Ich habe es gerade erst wieder gemerkt, als ich einen Parkplatz gesucht habe. Du brauchst das in Städten eigentlich nicht. Und Berlin hat ein verdammt gutes öffentliches Netz. Man kommt schnell vom einen Ort zum anderen und vor allem zuverlässig, weil die Bahn alle 3 Minuten fahren, weshalb ich mein Auto verkauft hatte. Und da spart man sich auch wirklich eine Menge Geld. Mir sind noch nie ihre Haare aufgefallen und jetzt sieht man sie plötzlich. Nur weil sie auf diesem Sitz so gut aufgefallen sind. Hund! Das ist so lustig. Oh, sie genießt das. Sie ist im Chillax-Modus. Oh, ich liebe dich! Oh ja, Reisespaß mit Hund. Er hat schon gekotzt. Aber kein Problem, sie hat sich ja wieder aufgeschleckt. Ratet mal, wer beim nächsten Rasthof raus darf. Ich glaube, sie hat vom Denatodium Enzoart genascht. Das da ist ein Stück Putzlappen. Ach du Kacke. Ich hatte nämlich einen zerfetzten aufgefunden, als ich nach Hause kam und habe mich echt gewundert, wo die den her hat. Normalerweise achten wir drauf, was wo rumliegt. Aber solange es dir wieder gut geht, das scheint wohl der Übeltäter gewesen zu sein. Wir sind noch nicht mal aus Berlin draußen. Der Scheiß bestand zum Glück nur zum Großteil aus unverdauten Reiskörnern, die gerade fresh konsumiert wurden. Stinken tut auch nichts. Da denkt man, man ist ein guter Human und dann will der Furzkopf gar nicht fressen und denkt sich, Scheiße. Ja, nochmal kotzen. Wir sind rausgefahren, weil ich eigentlich dachte, sie muss etwas größere Geschäfte erledigen. Und plötzlich sieht man die typischen Anzeichen, dass sie gleich anfängt zu würgen. Und ich konnte die Kotze mit meinen Händen auffangen und habe die dann natürlich aus dem Fenster geworfen und habe dabei zufällig einen Mülleimer getroffen, liebe Polizei. Das war so. Ja, heroisch. Jetzt gehe ich mit Hund Gassi und hoffe, dass sie sich mal erleichtern kann. Und dann geht's weiter. Und beide Ereignisse wären wahrscheinlich auch im ICE passiert. Das Auto war die bessere Wahl. Na, ratet mal, was wieder passiert ist. Wenigstens sieht man so Teile von Deutschlands Natur. Und das ist wirklich faszinierend, wie viel Inhalt der Magen eines 15-Kilo-Hundes fassen kann. Und in welchem Zustand das Gefressene nach wie viel Zeit ist. Science! 5. Aber immerhin habe ich jetzt 300 Kilometer Ruhe gehabt. So, wir sind endlich angekommen bei Hunds süßem, verrückten Patenonkel Paku. Aber der hat gerade den Knochen und deshalb möchte die nicht mit anderen Hunden kommunizieren. Und die dicke Penny ist auch da. Nom 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 nom. Na, jetzt mal. Und genau dieser Moment war es wert, diese lange, vollgekotzte Fahrt auf sich zu nehmen. Abonniere meinen Hauptkanal, wenn du es noch nicht getan hast. Abonniere diesen Kanal hier, wenn du Broadcast Yourself magst. Und da sind jetzt noch ein paar Videos verlinkt, die dir gefallen könnten.